Die Bundesregierung hat mit unterschiedlichen Aktivitäten, beispielsweise dem Aushebeln der Marktwirtschaft, mit Verstößen gegen den Vertrag von Lissabon, Grundgesetz und so weiter, und jetzt einer zumindest fraglichen und fragwürdigen Politik in der sogenannten Flüchtlingsthematik und Flüchtlingskrise eine Situation herbeigeschaffen, in der wir kurz vor oder inzwischen beim Artikel 20 des Grundgesetzes angekommen sind, der den Widerstand gegen die Demontage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eines jeden von uns definiert und im Grundgesetz verankert. Eine schwere Formulierung, auch ein schweres Geschütz. Dieser Artikel 20 ist etwas, was aus der historischen Tradition unserer Geschichte eine ganz besondere Bedeutung hat und vor dem Hintergrund natürlich auch mit einer ganz besonderen Achtsamkeit behandelt werden muss. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen zum Querdenken-Kongress. Artikel 20 Grundgesetz ist etwas, was irgendwie so die Ultima Ratio darstellt, denn üblicherweise wird uns ja gemeinsam anempfohlen, wir können Dinge durch Wahlen ändern, wir können die Politik beeinflussen dadurch, dass wir selbst in der Politik aktiv werden, Parteien gründen oder. All das ist etwas, was ganz offensichtlich in der Bewertung zu einem Ende jetzt inzwischen gekommen ist, wenn man auf Artikel 20 zurückgreift. Wie könnte man das begründen, man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir, und wir sind uns sicherlich gemeinsam darüber im Klaren, dass das ein Thema ist, mit dem man nicht leichtfertig umgehen soll. Nein, das natürlich auf gar keinen Fall. Wir haben eine rechtliche Situation, die müssen wir einfach angucken, und die sagt, man kann nicht wegen einer einzelnen Maßnahme in den Widerstand gehen. Ja, das ist einfach rechtlich so. Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz greift nur, wenn die Bundesregierung sozusagen eine andere Republik will. Und um das darzustellen, habe ich eben veröffentlicht, auch mehrfach in Vorträgen und Reden beleuchtet, die Tatsache, dass wir hier mindestens 8 sehr schwere, gravierende Fehlverhalten der Bundesregierung, Konflikt mit Russland, Betrugssystem Euro, die 3 Schurkenverträge, TTIP, Tayser, CETA und was da alles noch mehr ist, ja, viele Dinge eben tut, um tatsächlich diese Republik zu einer anderen Republik zu machen. Und eine herausragende Maßnahme ist eben jetzt diese Einwanderungswelle, die ja keine Flüchtlingswelle ist. Ja, das Wort ist ja schon gelogen und Propaganda in sich. Da will ich jetzt nur einen kurzen Satz dazu sagen, damit man das auch richtig versteht. Es geht nicht darum, dass ich kein Mitleid mit Syrern hätte. Ich war in Syrien auf Einladung der Assad-Regierung. Ich habe mir das damals angeguckt, als Damaskus begann, unter Beschuss zu geraten. Schweres Attentat ja in den Tagen, in denen ich da war. Und wir haben eine Politik der Bundesregierung etwa seit 2008, 2009, die jetzige Einwanderungswelle vorzubereiten. Das ist nicht etwas, was hier von heute auf morgen oder in einem Jahr passiert ist. Und das fängt schon mal damit an, dass man den BND davon abzieht, sagen wir mal, im vorauseilenden Verfahren jegliche Schleppertätigkeit zu unterbinden. Das geht nämlich. Das hat der BND jahrelang mitversorgt.
Und da bin ich Augenzeuge. Ja? Ein mir befreundeter Resident im Amt hat mir gezeigt und gesagt, was er da so treibt. Und ich war mit dabei und habe mir das angeguckt, nur gastweise und aus Freundschaft. Aber wir haben uns einfach so gut verstanden, dass er gesagt hat, warum soll ich heute Abend eine Party unterbrechen, nur weil ich zwischendurch mal zum Flughafen muss und muss drei Deutschland-Einreisende abhalten, das auch zu vollstrecken. Ja? Alles schon da, Visum im Pass. Und so geht das dann. Und wenn man also den BND abzieht und wenn man Libyen zerschlägt, ein Bollwerk gegen eine solche Einwanderungswelle, und wenn man Syrien kaputt macht und generiert solche Millionen, da sind ja 5 Millionen Menschen in Warteposition. Ich weiß nicht, ob das so allen so richtig bekannt und klar ist. Da sitzen 3 Millionen in Libanon und Jordanien und die UNO erklärt frisch, fromm, fröhlich, frei, jetzt zahlen wir nicht mehr. Hallo? Die was haben die Lager betrifft. Ja, was die Lager betrifft. Ja. Und die syrischen Flüchtlinge da, denen es sowieso beschissen geht, diese Lager sind der letzte Dreck. Und dann sitzen die da und sagen, okay, wir können die also verrecken oder wir können nach Deutschland laufen. Ja, dreimal ist ja wohl, muss man ja wohl nicht raten, was die dann wohl machen. Ja? Die laufen natürlich nach Deutschland. Ich wäre als Syrer schon lange nach Deutschland gelaufen, keine Frage. Hier sitzen zigtausend Syrer, hochqualifiziert, tausende Ärzte, gute Leute. So, dann läuft man eben nach Deutschland. Und wir machen gleichzeitig die Grenzen auf, setzen Dublin außer Kraft und sowas. Das ist doch eine Politik. Das ist doch gewollt. Das ist doch gemacht. Diese Bundesregierung will dieses Land kaputtschlagen. So schnell wie möglich. Was wäre denn, wenn man eine solche Behauptung aufstellt, was wäre denn der Nutzen einer solchen Bundesregierung? Also wo läge jetzt das cui bono? Ist es nur das Exekutieren fremder Anweisungen oder gibt es ein konkretes cui bono für Merkel, Gabriel und Co.? Wenn man der Laufbursche ist von jemandem, ja, dann tut man sehr gut daran, dass man auch seinen Laufjob schnell, pünktlich und fleißig erledigt, nicht wahr? Jeder, der in solchen Laufjobs ist, weiß das. Und ansonsten fliegt man und hat negative Folgen. Frau Merkel ist ganz offensichtlich die Laufdame von Obama und Herr Obama ist der Laufbursche von der Mafia, nicht? Fünffach aufgeteilt, ich zähle das gerne auf, Finanzmafia, Energiemafia, Medienmafia, die sogenannte Krankheits- oder Gesundheitsmafia und was da weiter ist, Rüstungsmafia, das sind so die 5 Hauptbetriebe und die Finanzmafia davon ist allerdings mit Abstand die allerstärkste. Und Frau Merkel vollstreckt, seit sie im Amt ist, seit 2005. Und diese Art Dinge sind sowas von klar offensichtlich, so cui bono, wem nützt eine Flüchtlingswelle? Warum macht man das denn? Ja, warum macht man so einen Dreck? Und der Dreck ist ja eben vollkommen klar, wenn man die Welt, wie das jetzt passiert, die USA, Europa, so nah an einen Finanzcrash heranfährt, dass sämtliche Analysten weltweit, ich meine, ich gebe diese Interviews im russischen Fernsehen und was, ich erinnere mich, ich war gerade nach Potsdam gezogen, 2010 interviewt mich Russia Today in Moskau und nicht erste Griechenland-Krise, wir erinnern uns, wann klappt der Euro zusammen? Und ich weiß, die Russen, ich kenne sie auch, hatten erwartet, dass ich sage, nächstes Jahr oder sowas. Und dann habe ich mich dahingestellt und habe gesagt, in den nächsten 2 Jahren nicht. Und da hörte ich hörte in meinem Ohrmikrofon das Pusten in der Regie. Ja? Die hatten gedacht, ich würde da einen näheren Termin nennen. Nein, ich konnte ihnen den Gefallen nicht tun. Der Termin liegt nicht so nahe. Und wir hängen sozusagen mit dem kleinen Finger an der Klippe bei diesem verfluchten Finanzcrash. Und was macht man dann? Man lenkt ab. Man kann ablenken mit dem Krieg. Der ist in Vorbereitung mit Russland. Tausende von Panzern werden hier verschifft, herumgefahren in der Republik, nach Osten, nach Ukraine transportiert, irgendwas. Riesige verdeckte Operationen. Wir haben keinen Überblick. Also wir organisieren Krieg. Und wenn das nicht reicht und falls er auch nicht rechtzeitig klappt und dieser bescheuerte Putin nicht endlich in den Krieg einsteigt, wie wir uns das hier wünschen in Washington, dann müssen wir natürlich noch irgendeinen kleinen anderen Nebencrash organisieren, damit ja nicht herauskommt, Frau Merkel hat die Finanzmafia bedient und die fährt absichtsvoll und planvoll Europa an die Wand. Das ist der Punkt. Die wollen nicht, das ist wie Konkursverschleppung. Ja? Da möchte einfach nicht jemand im Rampenlicht der Öffentlichkeit den Gang zum Insolvenzrichter antreten. Das ist das Thema. Kurze Frage zum Thema Putin. Wenn man den klassischen Medien und der Politik glauben darf und soll, besser vielleicht nicht, aber wenn man ihnen glauben soll, dann geht es ja darum, eine aggressive Politik quasi mit einer Blockade zu versehen. Wie müsste man, also eine aggressive Politik der Russen
mit einer Blockade zu versehen. Wir haben jetzt gerade erlebt den sogenannten Abschlussbericht der MH17, bei der im Prinzip ja eine internationale Untersuchungskommission zu dem Ergebnis kommt, dass an dieser Krise, sprich auch an einem der zentralen Auslöserpunkte, die Russen selbst dran schuld seien. Ich meine, es ist unerträglich, diesen Scheißdreck in unseren Medien zu lesen, der da jeden Tag drin steht. Unerträglich. Ich kann's nicht mehr ab. Die lügen ja, wenn sie ihren verfluchten Computer aufklappen. Ja? Ich habe bei Leuten, die reden, habe ich immer gesagt, der lügt beim Einatmen. Ja? Und das machen die da. Das ist einfach nur noch Müll, der diesem Volk serviert wird, um es ruhig zu halten, um die Realität in Zweifel zu tun. Die Menschen fühlen doch, was Sache ist. Es ist doch eindeutig, wenn ein Flugzeug abgeschossen wird und noch gleichtägig und am nächsten Tag schreit die ganze Welt, Putin war's. Hallo, das wissen wir. So schnell geht nun mal keine ordentliche Untersuchung, gell? Und wenn jemand so rumkreischt, werde ich einfach ein bisschen, wie soll man sagen, irritiert. Ja? So rumkreischt, Minuten nach dem Abschuss, dann weiß ich, holla, da ist was geplant. Ja? Das war nicht der arme Putin. Und dann kommen wir Deutsche mit unserer wunderbaren Wiedervereinigung und verwehren den Russen, das mit der Krim zu machen. Und hätte Putin das nicht getan, wie sehr schlecht stünde die Krim heute da. Ja? Das ist doch klar, wie arm wären diese Menschen dran. Was hätte dieses korrupte Regime in Kiew alles angerichtet? Diese Jungs sind doch nicht mal Herr ihres eigenen Staatsgoldschatzes. Der ist ganz weg. Ja? Und bei unserem haben wir ja noch irgendwelche Rechtstitel, aber die in der Ukraine haben gar nichts mehr. Der ist einfach bei Nacht und Nebel. Auch nichts mehr. Ja, wir haben auch wenig, okay, da werden wir uns nach im Jahr, bis wann, 2022 oder wann ist das verlängert worden? Super, ja, und die Titelzeile beim Spiegel war natürlich, wir kriegen unser Gold wieder. Also diese Art Nummern laufen da und das sollen wir uns noch antun? Nein, die fluten uns jetzt mit einer Masse von Menschen, die hierher kulturell nicht passen. Das muss man ganz, ganz eindeutig sagen. Dann ist es auch ganz klar, dass wir wieder durch den Kakao gezogen werden mit unserem Mitleid. Wir sind ja einfach sowas von ein nettes Volk, bis die Deutschen annehmen, dass sie von einer Schurken-Gurkentruppe regiert werden. Da muss schon richtig was passieren. Ja? Und ich meine, es ist schon die ganze Zeit richtig was passiert, aber nur die Deutschen glauben das nicht. Ja? Hier sitzt eine kleine Minderheit von Leuten, die einigermaßen informiert ist und der Rest schnarcht. Es ist furchtbar. Und unter den Umständen müssen wir aufhören zu denken mit zivilisierten Maßstäben, mit dem, wie wir Politik glauben aus Geschichtsbüchern und so bis vor 20 oder 30 Jahren oder so kennengelernt zu haben, da war es auch schon nicht in Ordnung, aber immerhin, noch nicht so schlimm wie jetzt, könnten wir mit diesem System hier klarkommen? Nein, es ist ein reines, multikriminelles Betrugssystem, in dem der größte Schurke oben aufbleibt und die Selbstdarstellungskünste von Regierungspersonal, die werden eiskalt bewertet. Wie sehr ist eine Persönlichkeit in einem Ministeramt, im Kanzleramt in der Lage, die Bevölkerung einzulullen und hinzuhalten? So ist das. Während wir unsere kriminellen Nummern drehen, da wird wirklich alles unternommen, um Russland an die Wand zu fahren, gegen uns aufzuhetzen. Ich sehe diese tollen Umfragen, die hier veröffentlicht werden, wie die Russen sich wirklich von uns wegdrehen. Als ich 2009 das erste Mal in meinem Leben in Moskau war und bin da im Vorortzug zu meinem lieben Professor Daschitschew gefahren, Gorbatschow-Berater, ein super Deutschlandkenner, wunderbarer Mann, über 90 Jahre alt jetzt. Und im Vorortzug steht eine alte Frau auf, die eindeutig den Krieg miterlebt hat, geht zu meinem Platz und spricht mich freundlich an, weil sie mich mit meinem russischen Kumpel hat Deutsch reden hören. Und begrüßt mich als Deutscher. Liebevoll, nicht freundlich, liebevoll.
ganz reizend. So eine nette, alte russische Mutter. Und die hat Leid erlebt. Ganz sicher hat die Leid erlebt. Das kann man in dem Gesicht lesen. Diese Jahre sind an ihr nicht spurlos vorübergegangen. Mir als Deutschen, wir haben 27 Millionen Russen unter die Erde geschaufelt. Das ist ungeheuerlich. Und so freundlich gehen die mit dir um. Und wie behandeln wir die? Wir treten sie. Wir gehen schlecht mit uns um. Putin hat wie kein anderer Präsident in der Menschheitsgeschichte als Siegermacht, als Präsident einer Macht, die viel mächtiger ist als wir, um unsere Freundschaft angehalten. Wo ist der Dank? So geht Politik nicht. Und deswegen... Ich unterbreche Sie jetzt, weil wir heute Abend ein bisschen härter rangehen müssen. Und deswegen muss Schluss mit dem Gerede sein. Wir müssen in den Widerstand gehen. Und wenn ich das hier heute Abend bei Ihnen nicht sagen kann und Sie gehen mit diesem Gedanken nach Hause und wissen, dass das sein muss, dass die Zeit überreif ist, dann haben wir die Zeit heute Abend hier verschwendet. Ganz eindeutig. Bei den Argumenten in der Auflistung, die kriegerische Vorbereitung oder die Vorbereitung einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland, von der wir im Augenblick gar nicht wissen, wie weit die Dinge gediehen sind, wir geben gewisse, ja, ich sag mal, Entscheidungsmöglichkeiten auch durch Abtreten von Befehlsgewalt an Bundeswehreinheiten, die dann unter polnischen oder sonstigen Oberbefehl agieren, auch aus der Hand, damit auch die Verantwortung, was da letztendlich passiert. Also das ist in der Tat ein Spiel mit dem Feuer. Ein weiterer Punkt war das Thema Euro, das Thema einer, Stichwort war Betrugswährung. Kann man das festmachen an dem Vertrag von Lissabon und den Verstößen dagegen? Oder ist der Vertrag von Lissabon nicht im Grunde genommen selber schon eines der Probleme? Ja, natürlich ist der Vertrag von Lissabon ein riesiges Problem und nur eine Folgewirkung davon. Also das würde praktisch zu kurz greifen. Wir gucken einfach in die Einführungsphase des Euro. Aber vorher werfen wir noch mal einen ruhigen Blick in die Geschichte und wie Geschichte geht. Geschichte, ihr Lieben, geht doch nicht so, dass man innerhalb von ein paar Jahren eine Gemeinschaftswährung macht und will damit Länder zusammenführen in einen Staatenbund und vielleicht später in einen Bundesstaat. Das ist doch absoluter Quark. Eine gemeinsame Währung ist der Ausdruck großer politischer, sozialer und anderer Gemeinsamkeiten. Wenn man diese Gemeinsamkeiten hat, führt man die gemeinsame Währung ein. Was haben aber wir gemacht? Wir hatten vor der Euro-Einführung eine Schwankungsbreite dieser berühmten Währungsschlangen in Europa, der künftigen Eurozonenteilnehmer, von plus minus 3%. Und wir haben dann auf plus minus 15% aufgestockt in den letzten 3 Jahren vor der Einführung des Euro. Es gab in 13 Jahren... 17 Währungsanpassungen im Euroraum, bevor die gemeinsame Währung kam. Und das ist ein doppelter, absoluter Offenbarungseid für eine Gemeinschaftswährung in Planung. Wenn sowas passiert, ist es die Pflicht der Ausführenden, die hiermit auch Hochverratspolitik begangen haben, allesamt, die damals dran waren. Es ist die Pflicht, das Projekt einer Gemeinschaftswährung abzusagen, nicht verschieben, weil das ist Quark. Man kann nicht so eine Währung wie so ein, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, Damoklesschwert, aber man kann das nicht wie so eine Drohung im Raum hängen lassen und bist du nicht willig, dann führe ich zu einem unguten Zeitpunkt eine ungute Währungskonstruktion ein. Nein, sowas wird gemacht von der Finanzmafia, weil sie weiß, sobald wir diesen Dreck gestartet haben und die Völker waren leichtgläubig, kann man nur sagen, genug, um das nicht, wie soll man sagen, mit Widerstandshandlungen abzuwürgen, dann haben wir schon gewonnen, weil mit diesem Würgeeisen der Gemeinschaftswährung fahren wir ganze Volkswirtschaften an die Wand. Die brauchen Kredite ohne Ende. Was machen wir? Wir geben Kredite von erfundenem Geld in hundertfacher Milliardenhöhe, ja? Und in mehr hundertfacher Milliarden und Billionenhöhe.
Da verdienen wir doch als Finanzmafia einen Reibach, den hat die Weltgeschichte noch nicht gesehen. Und das ist passiert. Die ganze Euro-Konstruktion ist ein Bereicherungsmodell der Finanzmafia, sonst nichts. Und wenn wir einmal... Ja, wenn es Ihnen hilft, klatschen Sie. Aber wir haben eine wichtige Botschaft hier. Wir werden von Betrügern regiert. Und die sind so knallhart drauf, dass ihnen völlig wurscht ist, wie viele Millionen Menschen sie in Kriegen verheizen, als Flüchtlinge im Mittelmeer absaufen lassen, jämmerlich, oder über X-Staaten bis nach Deutschland hetzen, damit auch noch Deutschland absäuft. Und die USA vollenden, was sie damals wegen Vorhandensein einer gewissen Sowjetunion nicht gleich vollenden konnten. Ja? Weil da eine Konkurrenzsituation war zwischen den beiden Großmächten. Wenn ich heute mit den Russen rede, sage ich das ganz einfach. Ich sage, Jungs, gutes Verhältnis zu Russland und ein starkes Russland ist unsere Überlebensgarantie. Wenn Russland nicht mehr da ist, dann werden uns die Amis versklaven. Oder die Finanzmafia, die Amis sind ja auch bloß die, also Obama und seine komische Truppe sind auch nur die Laufburschen von dieser gleichen Mafia. Das ist der Punkt. Und wenn wir das verhindern wollen, brauchen wir ein starkes Russland und eine gute Freundschaft zu Russland. Natürlich. In diese gesamte Struktur, neben dem Thema Euro und einer Währung, die von Anfang an im Grunde genommen falsch gestartet ist, gehören jetzt auch das wurde ja schon angesprochen, diese sogenannten Freihandelsabkommensverträge. Auch das ist etwas, also allein die Begrifflichkeit ist schon purer Hohn, ist etwas, was die, also wir sind ja immer noch mit dem Aspekt des Artikel 20 Grundgesetz, ja, die Entscheidungsfähigkeit von Parlamenten in den einzelnen Regionen, aber auch in des nationalen Parlaments außer Kraft setzt. Also wenn jetzt der Landtag in Sachsen, im Freistaat Sachsen entscheidet, Fracking wird verboten, Gentechnik will man nicht haben, kann man das seitens der sogenannten Schiedsgerichte durchklagen. Und dann ist es egal, ob die Menschen das nicht wollen, das Parlament das nicht will, der Ministerpräsident das nicht will, wenn es die Amerikaner wollen. Dieses Wort Freihandelsverträge, das finde ich deshalb so genial, weil wir werden von den Resten unserer jämmerlichen Demokratie befreit und die Mafia wird von den Resten der Gesetze befreit, die sie daran gehindert haben, uns restlos auszunehmen. Darum geht es eigentlich. Freihandelsvertrag heißt Ende aus Applaus. Wir werden zu Sklaven. Das werden wir. Wir werden Erfüllungsgehilfen von diesen Typen. Und was wir haben, sind Beschwichtigungsreden. Das ist die größte denkbare politische Unverschämtheit, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann, dass diese Politiker es wagen, mit uns über TTIP, CETA, TISA zu diskutieren und gleichzeitig verwehren sie uns den vollen Zugang zu allen Informationen. Jeder weiß, dass das verbrecherisch, dass das Hochverratspolitik ist, was die da machen. Und wir sollen annehmen, immer noch, oder ein paar von uns oder so annehmen, immer noch da seien irgendwelche wohlmeinenden Politiker, die das Schlimmste verhindern wollten. Die Klo Quark! Verhindern. Die wollen nur verhindern, dass sie nachher, wenn sie ihren Ministerjob und Kanzlerjob los sind, nicht zu dieser wunderbaren radikal-zionistischen Redneragentur in New York gehen können, wo sie $100,000 und Clinton $300,000 pro Rede verdienen. Nicht, weil diese Typen so schlau und intelligent und begeistert reden können, sondern weil sie solche korrupten Schweine sind, die ein solches Geld bekommen, ja, für das, was sie vorher gemacht haben. So funktioniert das hier. Und mit diesem Saftladen gehört dringend aufgeräumt. Das ist ja das, was sie veranstalten und ändern ja nicht nur einzelne Regelungen zur Eindämmung wild gewordener Wirtschaftsbetriebe, die ändern das ganze System. Wir sind nicht mehr Herr im Land. Das ist irgendein ferner Konzern und irgendeine multinationale Rechtsanwaltsagentur. Denn deren verfluchte Lobbyisten waren sehr, sehr, sehr weitgehend daran beteiligt, am Zustandekommen dieses ganzen Konstrukts. Wenn wir erlauben, dass diese Verträge abgeschlossen sind, dann hätten wir besser eine Pistole genommen und uns in den Kopf geschossen. Das wäre eine simple, gute Lösung. Aber diesen Kram, wenn wir das erlauben, dann sind wir fertig. Wir werden langsam ausgequetscht, wir werden regelrecht entsaftet von diesen Typen. Und wer das mitmacht, ist wahnsinnig geworden. Wir müssen hier einmal sagen, nein,
liebe Freunde. An so vielen Punkten habt ihr verbrecherische Politik begangen. Wir haben die Freundschaft mit dem afghanischen Volk, das uns liebte, mit Füßen getreten. Wir haben da rumgeballert. Wir helfen noch heute, einigen Afghanen, andere Afghanen zu erschießen. Was für ein saumiserabler Job, was für eine miese Vergeltung einer so liebevollen Freundschaft des afghanischen Volkes zu uns. Wir treten die Russen mit Füßen, weil Obama findet das gut, wenn hier in Europa Krach ist. Da kann er lange, stundenlang zugucken, glaube ich ihm. Natürlich. Aber wenn wir das mitmachen, wer sind wir dann? Was für Achtung haben wir noch vor uns selbst? Was für ein Haufen Mensch, ein mistiger, verächtlicher Haufen Mensch sind wir, wenn wir jetzt nicht anfangen, uns zu wehren? Wenn wir nicht anfangen zu demonstrieren und gehen einfach nicht mehr weg? Kommen wir in diesem ganzen Kapitel, also man kann immer noch einen draufsatteln, zu der innenpolitischen Situation, dass Vorbereitungen getroffen werden zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Auch das ist ja etwas, was komplett gegen alle Gesetze und gegen den entsprechenden Grundgesetzauftrag der Bundeswehr. Der Bund stellt Streitkräfte zur Landesverteidigung auf. Da passt natürlich schon Afghanistan und all diese ganzen Beteiligungen an Angriffskriegen nicht mit rein. Aber es geht jetzt noch einen Schritt weiter. Ja, absolut. Und das hat 2012 begonnen. Das kann man alles im Internet abrufen. Das ist hier keine Geheimwissenschaft von Hörstel. Das wurde mir nicht gesteckt von irgendwelchen windigen Agenten. Das können Sie im Internet nachgoogeln, wie 2012 der Chef des Bayerischen Reservistenverbandes seine Jungs aufgerufen hat, sich da mal zu melden bei diesen RSU-Kräften. Ja? Das ist regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte. Das ist die Einführung des Einsatzes der Bundeswehr im Innern über die Reservistenverbände. Ich war gerne Bundeswehrsoldat. Ich war der einzige Bundeswehrfreiwillige meines Abitursjahrgangs in Bremen. Das Kreiswehrersatzamt war geradezu erstaunt, als ich ankam und sagte dem verdutzten Oberbootsmann in diesem Empfangskassenhäuschen sozusagen, stellen Sie bitte sicher, dass ich zum Bund komme, wenn ich mein Abitur habe. Der wollte es gar nicht hören, der ist mit mir sofort zum Chef gelaufen und sagt, sagen Sie das jetzt nochmal. So war das. Ich fand die Bundeswehr immer eine gute Truppe und es gibt immer noch gute Leute da. Und die wird einfach verheizt von diesen Verbrechern im Kanzleramt, im Verteidigungsministerium, die miese Kriege anfangen, in denen wir Dienst tun sollen, die langsam intern die Bundeswehr in eine Killertruppe umformen. Warum? Weil wir einzelne Bundeswehrsoldaten heimlich ausflaggen und setzen die zu geheimen Kommandoaktionen der USA in anderen Ländern ein, zurzeit oder in den letzten Jahren besonders gerne Libyen. Das haben wir gemacht. Aber überall bringen wir Leute um. Bis zu einer halben Kompaniestärke krepieren auch Soldaten. Ich kenne persönlich den Mann, der ein geheimes Krankenhaus leitet, in dem Bundeswehrsoldaten unterkommen, die bei solchen Kommandoaktionen schwer und teilweise auch tödlich verletzt werden, manchmal verstrahlt werden. Das ist die Sachlage. Jämmerlich krepieren unsere Jungs, weil sie Einsätze mitgemacht haben, die uns aus Washington angeordnet wurden. Da werden wir wie die miesen Söldner angeheuert. Natürlich kriegen die dann eine bessere Karriere und die werden wie ausgeflaggt, kriegen eine amerikanische Uniform an und dann geht's ans Killen. Das ist unsere Bundeswehr. Das machen die da draus. Nette, gute Jungs eigentlich. Für 110 Euro im Monat zusätzlich leisten sie in Afghanistan diesen Drecksdienst, der ganz anders hätte ganz leicht geregelt werden können. Aber mein Friedensplan für Afghanistan wollte ja die NATO nicht hören. Aber alle Afghanen, bis rauf zu Präsident Karzai, die waren begeistert. Taliban auch. Und jetzt haben wir die Situation, jetzt sollen die auch noch im Innern einwirken. Was sollen die denn da machen? Das komplett machen an Versklavung, was die ausländischen Mafia-Konzerne nicht geschafft haben? Und wenn ich hier übrigens über Amerika rede, nicht, das ist mein guter Freund Webster Tarpley. Wie beschissen geht es dem amerikanischen Volk mit seiner üblen Regierung? Und die haben auch sehr wenig Chance, sich dagegen zu wehren. Und da wird auch im Innern das Militär eingesetzt, wenn irgendwer sich wehrt. Da kommt die Nationalgarde und ratzfatz wird auf Leute geschossen. Da sind die in guter Übung drin. Ich habe nie vergessen, das war 2003, ne? Genau, als es um den Einsatz der USA ging gegen den Irak. Völlig verlogener Einsatz, weiß jeder. Heutzutage ist das alles offen auf dem Tisch natürlich. Damals
schrieben an uns, wie viele Wissenschaftler waren es, Webster? 150 amerikanische Wissenschaftler in der Süddeutschen Zeitung, offener Brief. Liebe Europäer, liebe Deutsche, bitte helft uns, unserer Regierung klarzumachen, dass sie diesen Einsatz im Irak nicht fahren soll. Ein solcher Brief in der Süddeutschen Zeitung wäre heute völlig ausgeschlossen. Warum? Weil unsere Versklavung schon weiter fortgeschritten ist. Das ist wie ein Gradmesser. Und es geht nur darum, wer von den langsam abgekochten Fröschen in diesem schönen Bild schnell genug aus diesem scheiß Kochpott rausspringt und schreit Widerstand und macht nicht mehr mit. Darum geht's. Hier und heute Abend auch. Eindeutig. Wer von Ihnen, wer von euch geht weg und sagt, ich mache nicht mehr mit? Da schreit unsere Zukunft. Da schreit unsere Zukunft. Und das soll uns beflügeln, damit das überhaupt eine Zukunft wird. Nicht vergiftet durch Chemtrails, nicht versklavt von irgendwelchen Industrien und nicht von oben bis unten jeden Tag, von morgens bis abends belogen von einer hochkorrupten Bundesregierung. Das ist das Thema, um das es für dieses Kind geht. Hat es eine Chance? Ich habe 4. Zwischen 4 Jahren und 11 inzwischen. Das ist Ansporn genug, ihr Lieben. Wir müssen loslegen. Hier haben sich gerade ein paar einzelne Arme gehoben. Super gut. Aber eigentlich müssten alle Arme hochgehen. Es müsste doch völlig klar sein, dass wir null Zukunft haben, wenn wir nicht endlich loslegen. Wir müssen sofort loslegen. Wir können nicht warten. Ich dachte, wir können warten bis zum Sommer, bis es wärmer wird in Berlin. Nein, wir müssen sofort loslegen. Denn die schicken uns bis dahin noch 1,5 Millionen Flüchtlinge, mehr als jetzt schon. Wahnsinn. Wenn man sich über die Umsetzung von Artikel 20 Gedanken macht, was sind die Wege, was sind die Methoden, was sind die Möglichkeiten? Wir haben jetzt unterschiedliche Punkte aufgelistet, die deutlich machen, dass ein Widerstand berechtigt ist, eigentlich nicht eigentlich, sondern eine Pflicht darstellt inzwischen, vor dem Hintergrund unterschiedlicher Bereiche, wenn dann das noch so weit geht, dass die Bundeswehr darauf vorbereitet wird, im Inneren einzusetzen. Wir haben BKA und Verfassungsschutzausschnüffelaktivitäten und so weiter und so weiter. Also die Art und Weise, wie hier Gesetze gebrochen werden, die füllt inzwischen mehrere Seiten. Ja, richtig. Wie geht das ganz konkret? Wie kann eine Umsetzung von Artikel 20 aussehen? Also wir müssen wissen, es geht auf 3 Wegen. Übrigens die Punkte, die ich der Bundesregierung vorwerfe, weswegen Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz gilt, die gibt es auf meiner Website christoph-hörstel.de, Hörstel mit Ö, oder auf der Deutsche Mitte, auf der Parteiwebsite, einer der letzten Aufsätze, da ist alles aufgelistet, so wie es hier vorliegt. Zunächst mal geht es darum, dass wir aufhören, im Internet zu arbeiten mit unseren Verbindungen. Das ist hochgefährlich. Wir brauchen persönliche Freunde in unserer direkten Umgebung, mit denen wir persönlich arbeiten können. Und da gibt es dieses bewährte System der Fünfergruppen. Widerstand existiert am besten in kleinen Fünfergruppen. Das ist eine wunderbare Zahl. Kann man sehr gut überschauen, da ist noch genügend menschliche Nähe möglich. In dieser Fünfergruppe muss man sich mit allem rückhaltlos unterstützen, was da ist. Jede Fünfergruppe muss sich klar sein, wir haben 2 bis 3 Leute unter uns, die bereit sind, dauerhaft in Berlin oder in Ramstein, finde ich eine ganz gute Spannung, weil das auch so schön weit auseinander liegt, aber Berlin ist natürlich politisch entscheidend, zu kampieren. Wir haben eben leider kein US State Department auf unserer Seite, das bereit ist, $5 Milliarden auszugeben, damit wir unsere Regierung wegjagen können. Nein, wir reden ja mit deren Vasallen, mit deren Bediensteten, ja, mit deren Domestiken. Also müssen wir diese Kosten, diese Probleme selbst lösen, wir, in solchen kleinen Gruppen. Also einige bleiben zu Hause, kümmern sich, dass dem, der da draußen in Berlin steht und friert und demonstriert und so, dass da zu Hause nichts anbrennt, Familie und so weiter. Das geht nur mit so einer Solidarität. Die anderen bleiben dauerhaft in Berlin. Was die machen können, ist sowieso klar. Das ist sozusagen die Grassroots, ja, die Graswurzelorganisation eines Widerstandes, der ein dauerhaftes Demonstrationscamp in Berlin hervorbringt. Und wir brauchen Hunderttausende. Das muss uns klar sein. Es muss uns übrigens auch klar sein, dass wir die Gesetze einhalten, solange die Bundesregierung das macht.
Es gibt übrigens auch ein Widerstandsrecht mit der Waffe in der Hand. Aber sowas, das habe ich schon 2009 in Fulda gesagt, so alt ist das schon, sowas macht man erst, wenn ganz klar ist, dass diese Bundesregierung sich über alle Gesetze hinwegsetzt und blutig unterdrückt. Dann könnten wir antworten. Aber das ist eine ganz unangenehme Straße ohne Ende, in der wahrscheinlich hohe Verluste zu beklagen sind, denn wir sind ja alle nicht adäquat bewaffnet, die Bundesregierung aber durchaus. Und wenn die ihre Waffen nicht einsetzt, dann helfen uns unsere amerikanischen Freunde. Und deswegen möchte ich alle bitten, einmal diese Petition auf Open Petition aufzusuchen, wo ich den Abzug aller US-UK-Truppen gefordert habe. Denn dass diese Truppen hier noch sind, ist eine wesentliche Unterdrückungsposition der USA gegen uns. Frau Merkel weiß, dass sie diese Truppen hier gewähren lassen muss. Sie ist nicht Herrin im eigenen Land. Wir sind ein besetztes Land. Also raus mit diesen fremden Truppen. Die haben hier gar nichts verloren. Und sie dienen im Notfall zu unserer Unterdrückung. Und soll mir keiner sagen, die seien zum Schutz vor Russland da. Ich hätte lieber gern 42.000 Russen in Deutschland als die jetzt vorhandenen 42.000 Amerikaner. Und der Grund ist auch ganz eindeutig. Die Amerikaner haben hier drei Kommandounternehmen sitzen. Webster weiß es, EUCOM, European Command, CENTCOM, Central Command, AFRICOM, African Command und bestreichen 124 Länder mit ihren Militärinteressen aus Stuttgart heraus und führen ihren Drohnenkrieg aus Ramstein. Das sind die Dinge, um die es hier geht. Widerstand heißt also, wir müssen diese Unterdrückungsstruktur der USA und Großbritanniens, die Briten wollen, glaube ich, am liebsten schon gestern weg, aber die USA, das wird ein bisschen schwieriger werden, raushaben hier. Dafür ist die Petition da, also bitte unterschreiben, teilen, weiterleiten, posten und so weiter, das hilft. 46.000 knapp haben jetzt schon unterschrieben und wir wollen bis 120.000, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr so viel. So. Das ist also die Fünfergruppengeschichte. Dann ist es wichtig, dass wir uns politisch engagieren. Hier heißt es, ja, wenn Politik was ändern könnte, wir sie verboten. Und wenn Parteien was ändern könnten, wir sie auch verboten. Solche Miesmacher haben es nicht verstanden. Die sagen auch, unterschreibt doch gar keine Petition, bringt eh nichts. Nein, falsch. Wir sorgen mit solchen Aktivitäten dafür, dass wir vorführen können, wenn es nicht befolgt wird, was wir wollen, dass wir das Recht zum Widerstand haben. Ich erinnere an die hocherfolgreiche Demo mit 250.000 Demonstranten in Berlin gegen TTIP. Und was ist passiert? Am gleichen Wochenende erklärte dieser sonnige Wirtschaftsminister Gabriel, dem ich gern mal ein paar Pfunde abnehmen würde, dass ja die Bundesregierung gehalten ist, das weiterzumachen. Anders ginge das gar nicht. Das war seine Reaktion auf eine 250.000 Demonstranten in Berlin. Mit anderen Worten, zur Hölle Deutschland, demonstriert euch doch die Galoschen wund. Wir kümmern uns gar nicht um euren politischen Willen. Das ist die Lage heute. Also müssen wir klar sagen, wir müssen in größeren Zahlen kommen und wir müssen klar machen, dass wir nicht wieder weggehen, bis die Leute nachgeben und wir kämpfen aus allen Rohren. Wir kämpfen mit einer politischen Partei, deswegen habe ich die Deutsche Mitte gegründet und in zwei Wochen ist Bundesparteitag, unser erster. Und ich bin mit dem Bundeswahlleiter in wunderbarem Kontakt. Wir werden die Satzung entsprechend ein wenig abändern, wie er es vorgeschlagen hat. Übrigens sehr gute Vorschläge, die uns stärken. Wir sind die erste Partei, die konsensiert. Wir sind die erste Partei in Deutschland, die ein wirklich russlandfreundliches Programm hat, ohne dass wir unsere amerikanischen Freunde vernachlässigen wollen. Aber natürlich die richtigen wollen wir weghaben. Ne? Die guten, mit denen wollen wir guten Kontakt haben. Und wir sind auch eine Partei, die sagt, wir koalieren nicht einfach und verhandeln unsere guten Visionen und Ideale weg, sondern wir führen nur Ressortabgrenzungsgespräche. Ansonsten machen wir in jedem Ministerialressort exakt das, was in unserem genau ausformulierten Programm steht. So geht Politik, wenn sie wirklich dienen will, und zwar den Menschen und nicht den Konzernen. Das ist das Thema, das muss probiert werden. Erst wenn wir damit an die Wand fahren, und wir dürfen diese Art Widerstand auch nicht machen, wissen wir, dass wir ganz andere Formen suchen müssen und dann mit Recht. Also das Recht auf einen Widerstand will erworben werden durch Leistung. Deshalb die Petition, deshalb die Partei. Und das werde ich einfach durchziehen mit den Menschen, die wir haben. Wir haben uns verdoppelt, wir sind jetzt knapp 300
ohne Werbung, ohne ein fertiges Programm. Und wir werden einfach weitermachen. Wir waren schon mal knapp 1000 bei der Vorgründung. Das werden wir locker überflügeln im nächsten Jahr, wenn das Programm fertig wird. Und dann wird sich die Bundesregierung ein bisschen dumm umgucken, weil wir ganz klar sagen, was wir wollen, weil wir eine größere innerparteiliche Demokratie haben als alle anderen Parteien, weil sie die ersten sind, die konsensieren und nicht mehr 49-51% Entscheidungen treffen. Und das kann man da alles nachlesen. Das ist ein vollkommen neuer Politikansatz. Der muss gewagt werden. Wir können doch nicht einfach hergehen und Widerstand leisten und nicht wissen, wofür. Also nochmal, der dritte Weg, um auf die Frage zurückzukommen, das ist der Weg mit den Unternehmern. Wir sollten vielleicht vorher noch was zu Gewerkschaften und Kirchen sagen. Ja, können wir auch sagen, aber eines will ich vorneweg sagen. Es ist völlig klar, dass eine tiefgreifende Änderung in Deutschland nicht klappt ohne die Unternehmer. Und bei den Unternehmern meine ich vor allem familiengeführte Unternehmen, Familienunternehmen. Das ist wichtig. Keine Manager in Kapitalgesellschaften, das ist ein bisschen schwierig zu organisieren, sondern ich meine persönlich haftende Unternehmer, Leute mit einer hohen Verantwortung, insbesondere auch Personalverantwortung. Wir sind nicht unternehmensfeindlich, wir sind versklavungsfeindlich. Wir wollen keine Korruption, aber wenn jemand anständig Geld verdient mit der anständigen Unternehmung, und das gibt es in Deutschland, ich habe da tolle Typen kennengelernt und ich stamme selbst aus so einer Familie, dann ist es völlig klar, dass wir versuchen müssen, den Schulterschluss und die Ruhe an der Stelle zu erreichen. Und vielen Dank für den Einwurf. Natürlich gehören die Gewerkschaften an Bord. Ein anständiger Generalstreik, vielen Dank für das gute Gespräch von RT Deutsch mit dem alten linken Urgestein Henschel vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Darum geht es tatsächlich, dass die Gewerkschaft den Generalstreik wagt und aufhört, in vielen Finanzmafia-Spezialfragen wie ein Erfüllungsgehilfe aufzutreten. Ich war platt über das gewerkschaftliche Engagement für den Euro. Ach du lieber Himmel, ja? Die haben vollkommen versäumt, dass man als Gewerkschaft tatsächlich Verantwortung hat für ein gewisses Maß an Wahrhaftigkeit in der Politik. Das geht doch nicht anders. Es kann doch die Gewerkschaft nicht gemeinsam mit der Bundesregierung die Arbeitnehmer anlügen. Wo kommen wir denn dahin? Verdammt nochmal, noch dazu, wenn diese eine Regierung CDU geführt ist. Ja. Peinlich, was die SPD da für eine Rolle spielt inzwischen. Oberpeinlich, dass eigentlich in der Linkspartei nur eine Frau das Wort Finanzmafia in den Mund nimmt. Sarah Wagenknecht, Dr. Sarah Wagenknecht. Nur eine. Und die anderen halten den Schnabel. Was ist das für eine Linkspartei? Und die Kirchen, das ist ja so peinlich, dieses Versagen in offiziellem Mitleid mit sogenannten Flüchtlingen. Warum lässt die Kirche sich wieder so vorführen heute wie damals unter Adolf Hitler? Das ist ja schlimm. Das ist traurig. Es ist mein Großonkel gewesen, der unter Heinrich Himmlers Büro in Berlin in einem Gestapo-Gefängnis saß. Und mein Großvater hat ihn da rausgeholt. Gustav Lahusen war das. Der Name ist manchen noch bekannt. Die Kirche hat ihn fallen lassen, die offizielle. Er gehörte zur bekennenden Kirche, die anderen zur deutschen Kirche. Aber was wir heute haben, ist deutsche Kirche fast pur. Wer von diesen verfluchten Pastoren leistet denn Widerstand, wenn Millionen Menschen missbraucht werden als Schachfiguren Flüchtlingsmasse im Sinne der Finanzmafia, deren Sklaven in den Regierungen sitzen? Peinlich, 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 dass die Kirche da kein deutlicheres Wort findet. Wir sollen Frieden machen, nicht Flüchtlingsunterbringungen in Deutschland bauen. Was für ein wahnsinniger krimineller Unsinn. Und in dem Moment, wo sich um bei diesem Punkt zu bleiben, dann einzelne Pfarrer durchaus einmal mit anderen Akzenten zu Wort melden und es wagen, in Predigten, sehr christlich, sehr liebevoll, die Akzente etwas anders zu setzen, werden sie von ihren Gemeinden, von ihren Oberen, von der Website-Verband, sie werden kriegen Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten und so weiter. Also es findet da auch nicht einmal ein Zuhören statt, sondern es geht sofort die Exekution der PC-Diktatur
los. Und da kann man sich nur mal diese wunderbare Predigt anhören von dem Pfarrer Czarnke. Ich habe in dieser Gemeinde selber Vortrag gehalten über Afghanistan. Pfarrer Czarnke, Sie sind mein Held. Einfach eine tolle, ehrliche Predigt. So geht ein Seelsorger mit den Menschen in seiner Gemeinde um. Er sagt ihnen die Wahrheit und er tut das nicht in einem aufhetzenden Ton. Er tut das in einem beschwichtigen Ton. Er legt alle Tatsachen treu und offenherzig auf den Tisch und gibt den Menschen einen sicheren Halt. Das soll ein Pfarrer tun. Und das er macht er. Er kriegt den Ärger. Richtig, und er kriegt den Ärger. Er ist das Beispiel, das in seine Kirchengemeinde inzwischen von der Webseite gestrichen hat und er nicht mehr genannt und nicht mehr erwähnt werden darf, obwohl er nichts Falsches gemacht hat, einfach nur seine Meinung in einer ganz liebevollen, ordentlichen Predigt vorgetragen hat. Sehr nett gesagt. Er hat ja nicht nur nicht etwas Falsches gemacht, er hat das Gebotene korrekt getan. Dafür wird er bestraft. In einem Staat wie unseren sind die Bestraften die Guten. So sieht das aus. Und die, die bestraft gehören, sitzen in den Machtpositionen. Und zu Adolfs Zeiten saßen in den Predigten, die er hielt, die Gestapo-Typen in ihren langen Ledermänteln und schrieben und schrieben und schrieben. Und heute sitzt da wahrscheinlich der Verfassungsschutz oder sonst irgend so ein Volk. Ja. Und das kann nicht angehen. Wenn wir in dieser Weise anfangen, Dissens, der nicht nur berechtigt, sondern geboten ist, zu unterdrücken, dann sind wir doch kurz vorm totalitären Staat. Ich habe unter Einsatz meines Lebens in Afghanistan mitgeholfen, die Sowjetunion zu bekämpfen. Das erzähle ich auch gern meinen russischen Freunden, kein Problem damit. Und die akzeptieren das. Aber wir entwickeln uns doch exakt in diese Richtung. Und wir werden wieder wie damals, vor etwas über 1000 Jahren. Wir sind jetzt schon ein faschistischer Staat. Gar keine Frage. Diese Bundesregierung hat sich längst an Konzerne verkauft. So ist das. Wir sind ein faschistischer Staat Deutschland. Ja, lasst es sacken. So ist das. Und wenn wir uns nicht wehren, sind wir selbst schuld. Wir sind einfach selbst schuld, wie damals alle, die sich nicht gegen Adolf und seine ganzen Schweinemethoden gewandt haben, rechtzeitig. Wir haben das alle gesehen. Wir haben alle etwas davon gehört. Wir wissen, entweder ein Volk leistet Widerstand, oder es wandert in Abgründe und wir sind auf dem Weg in diese Abgründe und die werden bereits gebastelt. Wir haben heute darüber gesprochen. Ich kann dem nichts hinzufügen. Schließt euch in Gruppen zusammen. Organisiert den Widerstand in Berlin, der kommen muss in großen Zahlen. 250.000 war ein tolles Signal. Und es ist super, dass wir so schnell gelernt haben, dass die Bundesregierung dies nicht ernst nimmt. Also müssen wir nachlegen oder wir sind verloren. Verloren. So ist das. Das ist das, was uns blüht. Noch ein paar Millionen von den Flüchtlingen, die wir haben und die Kriminalität in unseren Straßen ist nicht mehr beherrschbar. Das Dorf summte mit seinen 102 Einwohnern und wie viel 800 Flüchtlingen steht heute in der New York Times. So weit geht das. Weltweit wundert man sich über dieses Volk, das so viel schluckt. Die Deutschen sind doch kein Müllschlucker. Wir müssen anfangen, uns zu bewegen, so dass die Angst kriegen da oben. Wir sind doch genug Leute. Ist doch unfassbar. Wir müssen anfangen. Ganz herzliches Dankeschön. Ich glaube, vor dem Hintergrund muss man eines sagen und kann man auch eines sagen, und das ist vielleicht von der Geschichte her doch ein kleiner Unterschied zu der Entwicklung von vor 70, 80 Jahren. Die Fakten und die Faktenlage, auch aufgrund der modernen Kommunikationsmöglichkeiten, liegen heute in einer Härte und einer Transparenz und in einer Nachvollziehbarkeit auf dem Tisch, wie sie vermutlich 1933 nicht auf dem Tisch gelegen sind. Das ist etwas, also die Ausrede oder die, ich sag mal die Erklärung, ich will gar nicht sagen Ausrede, aber die Erklärung, das haben wir alles nicht gewusst. Diesmal zieht sie auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Dieser Kongress hat dazu entscheidend beigetragen, dass das nicht mehr geht. Hier ist heute genügend gesagt worden, um alles ganz klar zu machen, falls irgendwer noch Fragen hätte.
Und es geht nur darum, dass wir nun anfangen, die Konsequenzen zu ziehen. Weiteres Reden ist nicht nötig. Weitere Fakten brauchen wir nicht. Ich sage vielen Dank für Ihr Zuhören und ich wünsche Ihnen Kraft und Mut, das anzufangen, was vor uns allen liegt, ob wir das wollen oder nicht. Gott mit Ihnen und uns. Liebe Zuschauer, wir blenden die schon zitierte Internetadresse www.christoph-hörstel-mit-ö.de ein. Kontaktmöglichkeiten, Informationen sind auf die Art und Weise möglich. Nutzt sie, nutzt ihr sie. Das ist, glaube ich, nach dem, was heute gesagt wurde, in der Tat das Sinnvollste. Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Zeit in der Tat reif ist. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit und tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Applaus